Hallo da draußen, einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag. Wir sind auf dem Weg nach Erlangen, wie besprochen, versprochen, zur offiziellen Übergabe der Spendenaktion 7 Days to Charity. Wir haben da hinten einen großen Scheck auf der Rücksitzbank liegen. Das Geld ist am gestrigen Tag natürlich der Kicks. Der Kicks ist mit dabei, ja? Der filmt jetzt gerade meinen Rücksitz, wo ein Dreck ist. Ja? Weil kleine Kinder im Auto und so, da ist immer Dreck. Das hast du gut gemacht, kann ich schon wieder schneiden, das ist ein Wahnsinn. So, wir sind ja auf dem Weg auf jeden Fall nach Erlangen. Wir haben jetzt 16 Minuten vor 10, um 11 Uhr haben wir Termin. Es ist arschkalt, aber die Sonne kommt so langsam ein bisschen raus. Also vielleicht wird es doch noch ein etwas schöner Tag, würde dem Anlass entsprechen. Und wir quatschen jetzt gar nicht lange, sondern wir sehen uns wieder, hören uns wieder, sobald wir in Erlangen dann angekommen sind. Bis dahin. Scheck dabei und jetzt klingeln wir einfach mal. Die klingelt. Wir warten. Oh, guten Morgen! Soll nicht erschrecken, dass wir die Kamera dabei haben? Jetzt sitzen wir drinnen bei der Elterninitiative und die Frau Habermann ist bei uns. Hast du die Frau Habermann auch mit drauf? Ja. Gut, sehr gut. Wir hatten im Vorfeld ja telefoniert wegen dieser Spendenaktion. Wenn man jetzt hört, da kommt eine Spendenaktion oder wird eine Spendenaktion gemacht über Videospiel oder mit Videospielen und nicht das Typische, wie so ein Konzert, Fußball oder was weiß ich was. Was denkt man sich in dem Moment? Das ist ungewohnt. Sowas hatten wir noch nie, soweit ich mich erinnern kann. Normalerweise kommen, ja, wir haben uns unterhalten, wir backen Plätzchen, wir machen eine Spende vom Fußballverein. Was ganz Tolles, sowas haben wir noch nie gehabt. Ich war ganz neugierig, wie das funktioniert und finde es ganz toll, was dabei rausgekommen ist und was da für Arbeit dahinter steht. Gut, was bei rauskommen ist, dazu kommen wir dann noch. Das wissen wir noch gar nicht so genau. Was wir aber schon wissen, das packen wir dann alles zusammen, ist, was noch, da haben wir so eine kleine Liste hier, direkt aufs Spendenkonto von der Elterninitiative einging. Vielleicht für die Zuschauer auch interessant, was macht die Elterninitiative eigentlich? Ich meine, es gibt ein paar Informationen auf der Homepage, die hatten wir ja auch verlinkt im Stream, aber was steckt da ganz genau dahinter? Ich meine, es sind ja viele, ich persönlich kenne es ja so einigermaßen, was dahinter steckt, aber vielleicht mal so einen groben Rahmen mal für die Zuschauer nochmal. Also wir sind ein Verein von Eltern, gegründet vor 33 Jahren, der ein Kind an Krebs erkrankt ist. Ein Verein erst ganz im Kleinen. Jetzt sind wir schon gewachsen. Wir haben hier ein Elternhaus, wo die Eltern übernachten können. Wenn das Kind auf der Kinderkrebsstation hier in Erlangen behandelt ist, wird die Kinderkrebsstation ist gleich hier gegenüber. Das heißt, die Eltern können hier nachts schlafen, vor allem wenn die Kinder größer sind. Sind gleich vor Ort, wenn sie gebraucht werden, aber können hier auch mal zur Ruhe kommen. Weil auf so einer Kinderstation, wie Sie wahrscheinlich wissen, schläft man nicht so gut. Da piepst es oft nachts, die Infusionen sind durchgelaufen, ein Kind weint. Das ist so eines unserer wichtigsten Aufgaben hier. Wir haben hier 9 Apartments, wo die Eltern übernachten können. Und wir sind relativ ausgebucht, es wird immer gut genutzt. Wir haben auch noch andere Aufgaben, zum Beispiel Kochen. Meine Kollegin kocht zum Beispiel heute Abend mit den Kids auf der Kinderkrebsstation. Wir haben Frühstück, wir haben Elternkaffee. Also das ist alles so ein bisschen was mit Essen zu tun hat, aber auch
in Kontakt zu treten, mal nicht nur an die Krankheit zu denken. Das sind so Sachen, die wir machen. Dann im Bereich Nachsorge machen wir Ausflüge, wir machen Geschwisterarbeit, also Freizeit mit Geschwistern haben wir dieses Jahr gemacht. Eine Reiterfreizeit war dieses Jahr auch gewesen. Was haben wir noch so für Ausgaben? Wir finanzieren auch einige Sachen eben von den Spenden. Zum Beispiel schon seit vielen Jahren, seit 13 Jahren ist unsere Musik-Eva auf der Kinderkrebsstation, das ist die, wir kennen sie genau, auch, ja. Sie nicken, das ist die Musiktherapeutin, das ist auch was, was nur über Spenden finanziert wird, was jetzt nicht über die gesetzlichen Krankenkassen, über die öffentlichen Gelder finanziert wird, ist aber ganz toll, die kommt dreimal die Woche vormittags zu den Kindern mit einem Riesenwagen an Instrumenten, Schlagzeug mittlerweile auch. Das ist schon fast Gitarre, ein EKW. Genau. Vielen verschiedenen Instrumenten, sowas ist alles über Spenden finanziert, die wir hier praktisch einnehmen durch so tolle Aktionen. Und das sind auch Sachen, einfach das kommt direkt beim Kind an, was auf der Station behandelt wird. Die Zeit wird oft lang. Die komponieren auch manchmal zusammen Lieder, die Eva und die Patienten. Also das ist ein ganz tolles Miteinander. Was den Kindern auch wahnsinnig viel Spaß macht, muss man dazu sagen. Also das kann ich so bestätigen, was da teilweise rauskommt und gerade auch an Kompositionen. Ja. Manchmal, das ist schon ziemlich spaßig ja, dann. Ja. Also ist auch eine super Sache an sich, muss ich sagen. Und sie ist ja auch, Eva ist ja selbst auch schon wahnsinnig lange eben da, ja. Haben wir ja gerade schon erwähnt im Endeffekt. Gut, interessant ist natürlich, was kam bei der ganzen Aktion bei raus? Man ist nicht alltäglich, haben wir gerade schon gesagt, einfach mal ein paar Videospiele zu spielen, während und dabei ein paar Spenden zu sammeln, also eine ganz andere Geschichte. Wer das im Hintergrund hört, das ist bestimmt die Kollegin. Genau. Die hat Essen eingekauft, weil heute Abend werden Wraps gemacht auf der Kinderkrebsstation. Und vielleicht kann sie es nachher noch was helfen. Irgendwas Süßes natürlich noch. Was auch sein muss. Hallo. Hallo. Komm doch her. Genau, nur dazu kommen. Einfach mal kurz vorstellen, Name, alle Bankdaten. Nein. Ja, ich heiße Leonie Roderos, ich bin 28 Jahre alt und als Sozialpädagogin hier angestellt. Bin auch Familientherapeutin, habe da eine systemische Ausbildung gemacht und ja, ich war jetzt gerade beim Einkaufen, habe sozusagen das Essen gekauft für heute Abend und wir machen heute Abend Wraps und danach gibt es dann noch Obstspieße mit Schokolade. Da freuen die Kids sich schon total drauf. Ja. Ich glaube, wir müssen unseren Aufenthalt auch noch ein bisschen verlängern, ne? Nein, wir wollen die Kinder natürlich nicht zu wegessen. Gut, sie kommen eigentlich auch gerade im richtigen Moment. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, mal da eine kleine Auflistung, was denn von eurer Seite noch auf das Spendenkonto der Elterninitiative direkt einging. Das waren nochmal, eigentlich schon wieder fast unglaublich, nochmal 345 Euro. Also es ist der Wahnsinn, es ist echt der Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt überlege, was da jetzt zusammen rauskommt. Denn wir haben nochmal so einen kleinen Scheck mitgebracht. Ich war ja ein bisschen fies, muss ich ja zugeben. Ich habe ja bewusst erst gestern am späten Nachmittag überwiesen, weil ich gesagt habe, nee, ich tue jetzt halt vorher überweisen, weil dann ist es da auf den Auszügen schon drauf und dann wissen sie ja schon, was keine kommt. Keine Überraschung dann. Genau. Und das soll es eben nicht sein. Und das Schöne ist, dass man jetzt Willi mal zeigen kann, ja, mach mal keinen Stress durch. Der Kicks macht schon wieder Stress, der zeigt schon wieder an, der Scheck muss weiter rüber, den habe ich nicht mit drauf. Kommt schon, ganz ruhig bleiben. Na? So, das Schöne ist, man kann da einfach mal wirklich sehen, was denn eigentlich durch Videospiele eigentlich zusammenkommen kann. Deswegen würde ich es einfach mal folgendermaßen machen. Geht es so, Kicks? Ist es so in Ordnung? Hervorragend. Ich habe das mal ein bisschen abgeklebt hier. Ne? So die erste Zahl von der Gesamtsumme ist eine 0. Das ist schon mal nicht so toll. Ne? Die zweite Zahl davon wäre eine 5. Das heißt, wir haben schon 50 Euro. Dann haben wir noch eine dritte Zahl.
die ist eine 3. Heißt 350. Und die entscheidende Zahl, und das ist einfach unfassbar, unglaublich, ist eine 5. Wie krass. Wow, toll. Das heißt, ja, wir haben an diesem Abend direkt, inklusive dem, was im Nachgang noch einkam, 5.350 Euro mit Videospielen erspielt, zusammen mit der ganzen Community, plus dazu nochmal 345 Euro. Das heißt, wir rechnen es mal ganz kurz zusammen, Kix, sind wir bei unglaubliche 5.695 Euro. Es ist der Wahnsinn, und jetzt kann ich es eigentlich dazu sagen, ich habe überlegt, oder mein Wunsch war gewesen, naja, wenn wir 500 Euro zusammenbekommen, wäre schon echt ein Riesenerfolg. Das ist zwar ein kleiner Teil, aber es ist trotzdem was hilft. Und dass man dann mehr als das Zehnfache zusammen hat. Es ist echt unglaublich. Deswegen, jetzt nochmal offiziell, übergebe ich das Ganze mal so. Ist im Vorfeld überwiesen worden aufs Konto. Müsste jetzt mittlerweile, denke ich, auch schon gebucht sein. Aber insgesamt waren jetzt 5.695 Euro. Wir haben am Telefon schon mal gesprochen. Soll jetzt keinen speziellen Verwendungszweck haben, weil ich denke, sie wissen am besten, wo es gebraucht wird. Wir haben es gerade angesprochen, sei es Elternhaus, sei es für die Musiktherapie, sei es fürs Kochen auf der Kinderstation oder. Ich denke, damit kann man ein bisschen was anfangen. Ja, super. Herzlichen Dank an euch, die ihr so viel Arbeit damit hattet oder auch noch habt. Ach, so viel Arbeit haben wir. Und an alle, die hier was gespendet haben. Genau. Und an krebskranke Kinder damit denken und die unterstützen. Herzlichen Dank. Genau. Also vielen Dank an euch da draußen. Dafür nochmal von meiner Seite einen dicken Applaus. Von meiner Seite hier, ganz dick. Vielen Dank natürlich an die ganzen Mitstreiter. Ich brauche es ja nicht nochmal zu erwähnen. Steht auch nochmal in der Videobeschreibung auf jeden Fall drin. Dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr dabei wart, dass ihr die Sache so unterstützt habt. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade, ich habe schon mal ein Video rausgebracht in der Richtung. Aber natürlich der größte Dank geht an die ganze Community draußen, dass ihr die Sache so unterstützt habt. Ich muss dazu vielleicht auch mal von meiner Seite nochmal sagen, damit man sich das Ganze mal vorstellen kann. Wir hatten nach 11 Minuten und ich glaube 36 Sekunden, da haben wir noch nicht mal das Spiel angefangen, die ersten 1.000 Euro. Das war Wahnsinn, das war verrückt. Also wer den Stream nicht gesehen hat, die sind immer noch auf allen Kanälen im Real Life nochmal zu sehen, sind auf allen YouTube-Kanälen drauf. Wir werden uns nochmal, kriegst du aber meist Lachen auf, nur weil das Telefon klingelt, ja? Das ist nicht lustig. Also wenn die Kamera wackelt, das Bild verwackelt ist, Kicks ist schuld. Wir werden uns gleich nochmal, haben wir kurz besprochen, ja, vielleicht nochmal so ein kleines Apartment anschauen. Damit ihr da nochmal einen Einblick bekommt, was denn da so unterstützt wird. Und das schauen wir uns dann gleich an. So, jetzt schauen wir uns mal kurz so ein kleines Apartment an. Was es denn da drin so alles gibt, oder im Endeffekt, was denn da in den Schrank halten wird, schlussendlich. Möchtest du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was denn da so, oder wie die Apartments im Endeffekt aufgebaut sind, schlussendlich? Also wir haben hier im Elternhaus für die Eltern von den krebskranken Kindern. Hier im Haus sind drei so kleine, in sich abgeschlossene Wohnungen. Da ist ein Bett, das kann man ausziehen, da können also Mama, Papa oder manchmal schläft auch ein Geschwisterkind mit hier. Ab und zu auch mal interimsmäßig ein Kind, was entlassen ist, aber relativ weit weg wohnt und am nächsten Tag wieder zur Untersuchung rein muss. Kann man auch nochmal ein Kinderbettchen mit reinstellen. Ein Tisch, wo man sich hinsetzen kann, was zu essen, ein Fernseher, ein Telefon, eine kleine Küche. Ja, das ist nichts Großartiges, aber kleinen Herd, Kühlschrank, da kochen die Mamas manchmal oder ab und zu auch Papas was für ihre Kids, nehmen es mit rüber. Auf der Kinderkrebsstation gibt es auch noch eine Elternküche, weil das Essen auch ein großes Thema ist. Also zum Beispiel, wenn die Kinder Cortison nehmen, haben die mega Hunger und Appetit. Wenn sie Chemo kriegen, vielleicht gerade überhaupt nicht, und dann ist das Essen ganz, ganz wichtig, dass die Mama das Lieblingsessen kocht. Darum wird hier auch viel gebrotelt und gekocht bei uns. Wobei es ja, glaube ich, drüben im zweiten Apartment anders ist. Da gibt es ja nur die große Gemeinschaft, was heißt genau. Nur, da gibt es die große, ja, Gemeinschaftsküche mit Essbereich. Und das war mir jetzt zum Beispiel neu, dass jetzt
in diesen Apartments hier drüben, also eigentlich kleine Wohnungen sind. Genau, mit, das mit ist eigenem abgeschlossen. Bad, hier drüben ist praktisch so eine Gemeinschaftswohnung mit Zimmern und zwei Bädern. Das ist so ein bisschen auch natürlich, was gerade frei ist, aber auch ein bisschen nach Vorliebe. Manche Leute setzen sich gern lieber wenig zusammen. Manche machen gern die Tür zu abends und haben einfach mal ihre Ruhe, weil sie auf der, also wenn sie auch in der Kinderklinik drüben sind, auch den ganzen Tag Menschen um sich herum haben. Das ist ein bisschen nach Vorliebe und wenn wir Platz haben, dann berücksichtigen wir das natürlich auch gerne. Gut. Prima, Bad gibt es natürlich noch, ne? Aber dieses Klo ist mir sehr gut. Ich denke, Toilette ist bekannt. Ja. Ja, so viel zum Einblick, den wir jetzt mal bekommen haben für oder von den Apartments. So ein ganz, ganz klitzekleiner Einblick von dem, was eigentlich die Elliott City für so alles tut bzw. unterhält. Wir werden uns jetzt wieder so langsam auf den Heimweg machen, haben noch ein paar Kilometer vor uns. Wir bedanken uns nochmal, dass wir uns das hier kurz anschauen durften. Ja, ich würde sagen, wir haben zu danken an euch und alle, die gespendet haben und mit aktiv waren. Es ist wahnsinnig viel bei rumgekommen. Es ist neben dem Finanziellen noch auch dieses Ideelle, dass einfach, dass die Kinder, die Familien wissen, die sind nicht allein und ihr denkt auch an sie. Dankeschön. Gern geschehen. Das Dankeschön geben wir natürlich gerne weiter an euch da draußen. In diesem Sinne sage ich einfach nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ja, nochmal hallo zurück, liebe Leute. Wir sind zurück aus Erlangen. Und ihr seht, Überraschung, ich habe den Kicks vor die Kamera bekommen. Servus. Nicht nur hinter die Kamera. Kicks, dein Eindruck. Was soll ich sagen? Ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Das ist Wahnsinnsaktion gewesen, alles. Mit der Übgabe zusammen, also eigentlich nicht in Worte zu fassen. Ja, also ich denke, Verantwortlichen, die wir da jetzt getroffen haben, die ihr im Video gesehen habt, die waren doch ein bisschen überrascht, dass doch so viel zusammenkam. Vor allem, was mich überrascht hat, war wirklich, also war eigentlich der Punkt, dass nochmal fast 300, also 345 Euro von euch direkt aufs Konto einging. Unglaublich. Also ich habe gedacht, naja gut, vielleicht nochmal 20, vielleicht 50 Euro, wenn es hochkommt. Aber wir haben ja an dem Abend schon wahnsinnig viel zusammenbekommen. Und dann, dass nochmal so viel sind, dass wir jetzt fast, ja, 5 Euro haben noch gefehlt. Hätte ich das gewusst, hätten wir die noch draufgepackt, gleich noch zusätzlich nochmal mit dazu. Wir haben ja nochmal ein bisschen aufgerundet. Dann wären wir bei glatten 5,7 gewesen, aber 5.695. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Absolut. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch jetzt nochmal. Ihr habt es im Video gehört, es waren ein paar Nebengeräusche im Hintergrund. Die Waschmaschine ist gelaufen. die Kollegin kam zurück vom Einkaufen. Das Telefon hat gebimmelt. Das Telefon hat gebimmelt, genau. Aber das ist einfach so. Es wird da sehr viel gemacht. Es wird die Wäsche gewaschen, Bettwäsche und so weiter und so fort. Das findet alles dort statt. Also das kommt ja noch alles dazu. Dieser Unterhalt der Büroräume, der Verwaltung, Waschmaschine, Wasser, alles, was man dazu eben extra nochmal braucht, das kommt ja alles mit dazu. Das heißt, das Geld ist definitiv am richtigen Ort und ich bin überzeugt, es wird hundertprozentig richtig eingesetzt. So viel dazu nochmal. Das waren die letzten Eindrücke von unserer Seite. Es kann sein, jetzt gerade in dem Moment, lieber Kicks, weiß ich das noch nicht. Das werden wir jetzt mal probieren. Wir haben schon ein bisschen Video geschnitten, werden da jetzt weitermachen noch, dass ihr dieses Video dann jetzt ganz schnell dann auch wirklich auf YouTube habt. Es kann sein, dass gleich noch was kommt. Also nicht abschalten, bevor das Video nicht wirklich ganz am Ende ist. Es ist möglich, dass noch was kommt. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für diesen Wahnsinnsabend. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Egal ob aktiv oder eben als Zuschauer. Vollkommen egal. Vielen, vielen Dank und bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Servus. Ich hab's gewusst, ey. Mit den Scheißhäuser da kommen wir, ey. Meine Güte, ey. Die Scheißhäuser? Die Scheißhäuser, ja. So, hast du mich drauf? Bin ich? Wie schaue ich aus? Ja, oh weh. Bildschirm hat schon 3 Kratzer. Leute, tolle Goschen. Da ist die Kamera, ne? Da reinschauen. Hast Bescheid. Ja, immer. So. Ich bin fertig. Also.